Hallo, ich bin Andrea. Herzlich willkommen bei Backmomente. Mit welcher Köstlichkeit wollt ihr eure Liebsten als nächstes überraschen? Bei so vielen Backideen fällt die Entscheidung oft nicht leicht. Umso besser, dass viele tolle Rezepte auf einem einzigen Grundteig basieren. Zum Beispiel auf luftig leichten Biskuitteig. Und wie der garantiert schön fluffig gelingt, das zeigen wir euch jetzt. Für unser Grundrezept brauchen wir Eier, Zucker, Stärke, Eigelbe, Butter, Vanillezucker, Salz, Zitronenabrieb, Milch und natürlich Mehl. Mehl ist die einzige Basiszutat, die eigentlich immer in einem Grundteig zu finden ist. Normalerweise backt man mit dem Weizenmehl 405. Wir empfehlen das Instantmehl, denn es ist locker und rieselfähig und lässt sich perfekt unter den Teig heben. Wichtig ist als erstes, die Springform vorzubereiten. Unten Backpapier reinlegen und den Rand nicht fetten. Das ist ganz wichtig, sonst kann der Teig nicht hochgehen. Und jetzt wiege ich mir mein Mehl ab. Das Mehl mische ich mit der Stärke, so entstehen auch keine Klumpen und es ist gleichmäßig verteilt. Wichtig, die Eier müssen zimmerwarm sein, sonst wird uns der ganze Teig gerinnen. Auch natürlich die Eigelbe. Eigelbe zugeben, den Zucker, Vanillezucker, Salz und zum Schluss den Zitronenabrieb. Und jetzt das Ganze richtig gut aufschlagen. Oh, das sieht perfekt aus. Also hier sieht man jetzt, wie schön weiß das Ei aufgeschlagen wurde. Und das ist jetzt die perfekte Basis. Aber jetzt muss es schnell gehen, damit uns der nicht zusammenfällt. Das Mehl immer mit einem Spatel unterheben und nie mit der Küchenmaschine, denn dann wird das ganze Volumen rausgehen. Das Mehl muss richtig gut untergehoben sein, bevor ich aufgelöste Butter mit der Milch zugebe. Hier ist es ganz wichtig, die darf nicht heiß sein, sondern nur aufgelöst, sonst würde der ganze Biskuitteig zusammenfallen. Jetzt hier einfach im dünnen Strahl zugeben. Noch einmal unterheben und dann müssen wir schon den Teig in die Form füllen, sonst fällt er uns zusammen. Bisschen glatt streichen. Und jetzt geht der Biskuitteig bei 180 Grad in den Ofen für 40 Minuten. Oh, der duftet wunderbar, ist goldbraun. Und jetzt mache ich die Stäbchenprobe, ob er auch wirklich fertig ist. Es bleibt nichts hängen, der ist perfekt. Unser Grundteig ist jetzt fertig. Dieser muss nur auskühlen und kann dann nach Herzenslust weiterverarbeitet werden. Aus dem Biskuitteig mache ich jetzt eine Bärentorte und schneide mir die Böden zu. Wichtig ist, mit dem Sägemesser langsam sägen und dabei den Boden drehen. Und hier sieht man jetzt die perfekte Porung. Also es ist wirklich eine gleichmäßige Struktur. Auch hier, man sieht, der springt zurück, also super gebacken. Diese traumhafte Torte probiere ich jetzt. Fantastisch. Jetzt seid ihr dran. Traut euch. Ich habe euch leckere Rezepte aus Biskuitteig gebacken. Zum Beispiel Bärentorte, Schwarzwälder, Erdbeerroulade und Obstkuchen. Diese und weitere Rezepte findet ihr auf backmomente.de. Viel Spaß beim Nachbacken.